nicht nur zu sagen. Dann, weil manche Leute gucken auf die Beine, ich sehe gar nichts, wo der fällt. Er fällt ja nicht. Aber der Kopf geht runter auf das gesunde Bein. Ja, das ist vielleicht noch besser erklärt. Das andere Bein ist also das lahme Pferd. Und da kann man ganz schnell rausfinden, ob man mit Pferdeleute oder Leute mit Pferde zu tun hat. Wenn Sie mich verstehen. Und die ganz gute andere Bemerkung war, ich habe ja versucht zu erzählen, dass die meisten Lahmheiten erstmal ganz unten anfangen, vorne. Und vor allem, wenn ich den Besitzer frage, das ist noch mit Lahmheiten, wie gut geht das Pferd rückwärts? Gar nicht. So, oh, dann ist das Zeichen, dass er nicht so ganz aktiv ist hinten. Ja, dann sind 9 von 10 Lahmheiten sind vorne. Super Dressurpferde, die fangen mehr an, hinten die Probleme zu kriegen. Super Anfängerpferde haben meistens vorne viel Probleme. Und was gut ist, dass man vor allem, soll das eindeutig sein, dass eins der wichtigsten Personen der Hufschmied ist. Nicht nur der Tierarzt, aber der Hufschmied. Und nicht direkt schimpfen auf den Hufschmied, man kriegt nicht so schnell einen neuen. Aber was ganz gut ist, man nimmt sich eine Fotokamera, iPhone oder sowas und filmt mal, das Pferd auf ihn zugelaufen kommt und dann Bild für Bild in Slow Motion mal gucken, wie das Pferd auffußt. So viele Pferde, die werden dann schnell vom Schmied runter, weg, man hat keine Zeit. Ein Schmied soll offiziell erst mal gucken, wie der geht, dann soll er beschlagen werden und dann soll er noch mal gucken, wie der geht. Man kann dann mit der Kamera ihm zeigen, wenn ein Pferd zum Beispiel erst mal Außenseite auffußt, dreht er nach innen und dann geht er erst nach vorne. Das heißt, jede Bewegung hat er 3-mal Gelenkrollen. Und das ist Katastrophe. Wenn das länger anhält, ist das schlecht. Ja, und da kann man selbst mit der Kamera ganz einfach gucken, wie das Tier läuft. Und da zeigt der Schmied, oh, habe ich das gemacht? Ja, aber ich wollte den korrigieren. Ich sage, ich habe lieber ein krummes Pferd, der gerade geht. Ja, und ab 3, 4 Jahren muss man nicht so viel mehr ändern. Ab 6 Jahren schon mal gar nicht mehr. Dann läuft er und dann steht er so und er geht nochmal stehen lassen. Nicht so denken von, wir machen mal was Neues. Ja, das noch zu den Lahmheiten. Was anderes, mein Pferd hustet. Ja, meine Stimme wird nicht besser, aber ist egal. Entschuldigung. Mein Pferd hustet. Intro haben Sie schon gesehen, Anatomie ein bisschen, ein paar Vorbilder. Eine richtige Diagnose ist wichtig, weil ein normales Pferd, ein gesundes Pferd, hustet nicht. Ja, aber das tut er schon Jahren. Der hustet schon Jahren. Das kann schon mal sein, aber normal ist es nicht. Ja? Wo das herkommt, ist eine andere Frage. Normale Menschen husten auch nicht. Ja, ich bin Allergiker, ich darf das. Ja? Ich bin alt, ich bin 65, dann darf ich das. Muss man wissen, aber normale gesunde Leute, normale gesunde Pferde husten nicht. Na, ein paar Dinge, ob Sie das schon wussten. Mehr als 25% von allen Pferden in Holland haben öfters ein Luftproblem. In Holland ist das jetzt. Das heißt, 1 auf 4 von allen Pferden haben schon mal Husten, seriös oder weniger seriös oder nur einen Husten. Mehr als 10% von allen Pferden haben chronische Luftprobleme. Normale Atmung ist so viel. In Ruhestand braucht das Tier, Mensch, 1,5 Liter, ein Pferd 5 Liter, schon mal 10-mal so viel. Schritt 120, in Trab 300, in Renngalopp 2000 Liter pro Minute. Wer denkt daran, kriegt da 2000 Liter rein und raus? Gesamtlänge, naja, das ist ja klar. Aber dass die so viel Luft brauchen, wenn die galoppieren. Und was ist das größte Problem bei dem ganzen Tier? Der kann nicht wie wir durch die Nase atmen, durch den Mund atmen, Entschuldigung, falsch gesagt. Durch den Mund atmen. Ja? Wenn wir erkältet sind, Nase zu, dann nehme ich was Luft in den Mund. Wenn es nicht so kalt ist, dann geht meine Bronchitis nicht so schnell. Wenn es schön warm ist, dann geht das schnell vorüber. Aber ein Pferd kann das nicht. Die Nase ist zu, da kriegt er schon mal wenig Luft. Wir kommen gleich noch weiter drauf. Gründe, wieso ein Pferd unbrauchbar wurde. Unbekannt. Atmung, 30% von der Reitpferde in so einer Gruppe. 13% von den Ponys. Da sieht man schon, dass die Ponys doch schon stärker und kräftiger und besser sind. Lahmheiten, 20%. Wir haben gerade von Lahmheit gesprochen. Luft ist viel wichtiger. Na, 6% Lahmheiten Ponys. Da sehen Sie, dass die Ponys verdammt stark sind. Also ein lahmes Pony, der ist schon seriös. Da muss man haben. Ein lahmes Pferd, der kann ein bisschen Trick spielen oder weiß ich was. Aber ein lahmes Pony ist, bevor ein Pony lahm geht, dann hat er schon mit Schmerzen. Na, Fraktur,
Möglichkeit, Spatt und so weiter, Hufrehe, haben die Ponys viel mehr. Das kommt vor allem mit den Ponys, mit den Shetties. Ja, die Shetties, die sind entweder liegen am Rücken mit Hufrehe oder sind so barfett, dass die nachher nicht mehr hochkommen von dem Gewicht. Ja? Oder die haben noch die Kniescheibe, die nicht ganz normal funktioniert. Aber trotzdem, man kann Spaß haben mit Shetties. Wir haben auch Shetties gehabt, das ist kein Problem. So sieht man auch, dass noch ein paar Dinge unterschiedlich sind. Na, ein Pferd galoppiert mit seiner Lunge, Ausdauer mit seinem Herzen und gewinnt mit Charakter. Und wissen Sie was? Die ganze Ankaufsuntersuchung haben wir mit allerhande Dingen zu tun. Herz, Lunge, Knochenuntersuchung. Charakter fragt kein Mensch nach. Null. Nix. Charakter muss der Käufer auswendig machen. Dann muss er wissen, ob er das nimmt oder nicht. Und Charakter vererbt sich verdammt stark, das sage ich Ihnen. Und ich kann ein paar schwarze Hengste nennen, was hier untersucht werden mussten, auf die Hoden für die Zucht groß genug sind, wo man mit Bremse, nochmal Bremse, Ohrbremse untersucht, ob das darf. Ja? Und Charakter vererbt sich, garantiert. Ja? Und die ganze normale AKU, spricht keiner von. Ja? Nur nebenbei so eine Sache. Also da muss der Besitzer dann selbst klären, ob das, will der drüber, will der gehen, will der laufen? Ja, tja. Kann ich nicht so sagen, das steht nicht in der AKU-Untersuchung. Können wir auch schwierig. Na, nur eine kleine Außenseite. Was wichtig ist, wenn Sie ein Pferd beurteilen, wir wollen ja alles, die Hengstführungskommission will ja steigen, vorne, schön langes Bein, der setzt sich hin, der geht vorne hoch. Das kann man beurteilen, durch drei Ecken zu beobachten. Eins mal hier, eins mal dazwischen und dann, wenn die drei Ecken genauso egal sind, dann ist er ein Pferd, der schön richtig untertritt, der von Natur viel trägt, ja, und nicht nur einer, der das macht, ja, weil dann hat man das gar nicht. Der zweite, was ich von meinem Schwiegervater habe, wieso ist der besser? Sagt, ja, ich sage, frage ihn, wieso? Guck doch mal auf das Hintenbein. Wenn das Hintenbein, das ist ja diagonal, wenn der etwas schneller am Boden steht, wie der Vorderbein, das heißt, er geht von Natur hoch. Der steigt von Natur aus. Ja? Wenn das Vorderbein schneller am Boden ist wie das Hinterbein, dann geht er von Natur in den Boden rein. Da kannst du nichts mitmachen. Der musst du ganz umturnen, durchzusitzen und dann dressurmäßig andersrum zu reiten. Nur eine Kleinigkeit. Ja? Kann man so, guck da, boah, hast du das gesehen? Guck mal, die Beine, ein Stückchen Tab. Den musst du haben, den musst du stehen lassen. Nochmals, wie gesagt, nicht jetzt nach Hause kommen und sagen, ich will mein Pferd verkaufen, weil da hat so viel Elend. Das ist nicht der Sinn der Sache. Es ist nur ein bisschen Aufklärung von meiner Seite, mehr nicht. Also Zoll. Hinten das Bein, hinten schneller steht, dann hat er vorne noch die Seite. Das heißt, dass er sich aufwärts richten kann. Viel einfacher. Das andere Pferd kann ich auch ganz umtören, aber es für einen Anfänger oder Nicht-Profi ist es viel schwieriger zu reiten. Und wenn man von Natur hat, da zieht man auch die ganze Abstammung. Ich meine, ausgerechnet Friesen. Also ich kann eine Abstammung vom Vater sagen, das ist eine faule Socke, der nur zum Stehen und zum Putzen da geeignet ist, oder dass einer, der richtig losgeht. Also wir züchten dann nur Dressurpferde und die richtig auch abgehen. Wir haben zwei dabei, da kann der Profireiter, der fliegt da manchmal von runter, also so. Und das für einen Friesen und 100% Friesen. Super brav, aber charaktermäßig frisch, ja. Und da muss man mit umgehen. Ja, ich meine, das möge ich lieber dann einer, der nicht vorwärts zu kriegen ist. Ist meine Meinung. Aber wenn man schön zu putzen einem was haben will, super. Die gibt es auch. Solche Mähne, toll. Was ist wichtig noch, wenn Sie einen Friesen kaufen oder gehen, holen wollen? Was ist das Luftproblem, das größte? Und das habe ich schon bei der Kommission auch schon angegeben. Bitte macht die Köpfe nicht so lang und schmal. Das ist absolut nicht richtig. Warum? Beurteilen Sie ein Pferd, zwischen die Augen, da muss Platz haben. Zwischen die Augen, da muss Raum sein. Ja, das heißt, einen kürzeren Schädel mit einer richtig schönen breiten Augenlinie. Das kann man messen. Das Zweite, was man macht, man nimmt seine Hände und misst 3, 4 oder 5 Finger, wie breit der Unterkiefer ist. Und wenn ich schmuggeln will, dann macht er ganz hinten, weil dann hat er so zwei Hände. Wenn ich nach vorne gehe, ganz nicht nach vorne, ist auch nicht gut, aber so in der Mitte bis 3/4 nach hinten, da müssen mindestens 3, 4 Finger richtig dazwischen können. Warum?
umso länger der Schädel, umso schmaler der Unterkiefer, umso weniger der Lufteinlass. Ja? Und das will man absolut nicht. Der dritte Teil, hier messe ich das, der dritte Teil ist der Kehlkopf, Luftröhre. Der Anschluss von Kehlkopf mit Luftröhre, das soll stramm sein. Warum? Wenn ein Pferd müde ist, dann sehen Sie, dass die Nüstern zusammenklappen. Und weil die Nüstern viel, da ist ein bisschen Knochen drin, aber die klappen zusammen, dann, Entschuldigung, dann kriegt er keine Luft mehr. Ja? Und ausgerechnet beim Friesen müssen wir was mehr Luft haben. Ja? Vor allem, wenn die Muskulatur, die Leistung was weniger ist, muss er Luft, Luft, Luft kriegen. Luft ist für Leistung 100% das Wichtigste von allem. Herzgröße, Herzvolumen, weiß ich was alles, ist alles nebenbei. Luft ist absolut das A und O. Und das fängt von da an, das muss im Kehlkopf in die Luftröhre und das muss fast nach hinten bei seinem Hüfthacker. Das ist der letzte von der Lunge. Das heißt, alles, was hier an Luft durch die Nase muss, und da müsst ihr denken, volle Galopp, Vollsprint, 2000 Liter pro Minute. Ja, das ist noch was. Wenn da irgendwo was quer sitzt oder ein bisschen ist, dann fangen die an zu... Ja, wie oft hört man das? Darf ich nicht so laut sagen? Wie oft hört man das? Die gehen ziemlich schnell, friesen hier ziemlich schnell hinter den Zügel. Und dann, ja, das will ich nicht, das ist nicht gut. Ich mache viel Gespanntfahren, Vierzügen und sowas, kontrolliere ich die. Die kommen in hohen Temperatur raus, manchmal mit 41,8 und sowas aus dem Gelände raus. Die pumpen, blablabla, die kriegen keine Luft, so wenig Luft. Ja, und dann machen die noch ein bisschen Lärm dabei. Wenn die Nase ein bisschen verstopft ist, dann kannst du ganz vergessen. Weil die können nicht über den Mund atmen. Und das ist ein Riesenproblem. Damit soll, worum erzähle ich das? Das ist ein ganz schönes Buch von Airflow Factors, von amerikanischen Tierarzt. Und in der Vollblutwelt ist Northern Dancer, das war der größte von den letzten 100 Jahren, der größte, beste Vererber von ganz Amerika, Northern Dancer. Da ist ein Buch drüber geschrieben, wieso war der Tier so gut, als Vatertier, als Rennvollblüter. Und da haben die das rausgefunden, er hatte unheimlich breiten Kopf, viel Platz, viel großen Kehlkopf, viel Unterhaltung, viel Luftröhre und alles. Und da hat der Luftbiss, geht nicht mehr. Und das ist, denke ich, für die Zukunft von Friesenpferd auch wichtig, dass man was mehr Luft in die Tiere reinkriegt. Und dann doch etwas mehr, nicht mehr den schmalen, langen Kopf haben will. Aber wer bin ich? Ja, bitte. Weil man sagt ja oft auch bei den Kaltblütern, habe ich auch erlebt, die ja eigentlich sehr breite Köpfe haben. Sehr, ne? Aber die haben auch etwas mehr Muskulatur. Brauchen auch etwas. Noch mehr. Nee, die brauchen noch mehr. Also die haben wenig Leistung, weil die Muskulatur, was da an Energie und Luft gebraucht wird, das kann man nicht vergleichen. Okay. Kann man absolut nicht vergleichen. Da denkt man vorne, dann packe ich den Schädel ganz zusammen. Aber das ist, nee, die haben andere Sachen. Die Luftröhre geht hier runter in der Mitte. Die sieht man hier dann laufen. Na, wo geht die Luft hin? Nach oben, Luftröhre, Luftröhre. Und die Lunge ist hier fast beim Hüfthöcker, ganz am Ende. Heißt nicht, dass alle Luft dahin geht, aber auch ein Teil geht hier nach unten. Und da sieht man die Verteilung. Hier geht es dann weiter, da kommen auch noch was Stimmbänder und dann ist der Kehlkopf wird eng und alles hat damit zu tun, wie groß und wie einfach die Luft reingehen kann. Wie gesagt, das soll die normale Stufe sein und auch wie gesagt, der Friesen, der geht schnell hinterm Zügel und dann kriegt er noch weniger Luft. Wenn Sie meinen, was ich verstehe. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Was hat. Naja, das ist ja klar. Und ja, das wollen wir alle nicht sehen. Ne? Ich meine, man sollte ein bisschen dran denken, dass das A und O out ist. Absolut nicht auf die Art und Weise. Man war auch nicht irgendwo, nicht der Sinn der Sachen. Aber hier sieht man sieht auch, wie die Luft zum Beispiel bei den Traber, macht man so einen extra Check hinter die Ohren, macht man am Teil vom Sulky fest, am Widerrist. Warum? Umso größer ich den Kopf hat, länger, dann ist die Lufteinlage hier viel einfacher. Wenn der hier einen Knick drin hat, dann ist die Störung viel größer, habe ich weniger Luft, habe ich weniger Leistung. Und umso besser dann die Trabe so gehen können, umso besser die Leistung haben. Ja? Also ist doch irgendwo was Normales dran, dass man da drüber denken kann. Vollblüter, Traber, na, die haben allerhande Probleme. Kornage,
da komme ich noch gleich drauf, Lungenbluten, müssen Sie mal gucken hier, 87% von den Traber haben Lungenprobleme, Lungenbluten. Das sieht fast kein Mensch, weil das meistens innen drin etwas ist, ein kleines Gefäß. Wenn jetzt schon mal rauskommt, dann sagt, oh, jetzt sehe ich das erst, das sind nur wenige. Und 95% von den Vollblütern. Das heißt, es sind immer die gleichen Gefäße, die irgendwo platzen. Durch den Stress und durch das alles, das haben, kann man nicht viel ändern. Aber was ist wichtig, wenn man ein Pferd hat, das hustet, na, tut er das beim Essen, tut er das im Stall oder tut er, tut er einmal und dann nie wieder. Das hat zu tun mit, wie oft, ist er akut, ist es chronisch, na, hat er Nasenausfluss, kann man den abhören und sagt, ja, ist alles okay, kein Problem. Was dann doch wichtig ist, dass man, wenn etwas länger anhält, immer ein Endoskop benutzen lässt. Ja? Ich habe ein paar Endoskope, die steckt man in der Nase, da kann ich gucken, wo der Dreck hinkommt, ob da eine Störung im Kehlkopf ist, in der Nase oder mehr in der Lunge. Und wenn ein Pferd länger hustet, sollte man absolut so eine Bronchoskopie, Laryngoskopie machen lassen. Es ist nicht normal, dass man sagt, ja, das hat er schon so lange, das hilft nicht mehr. Da kann man noch Dinge messen, aber das zeige ich Ihnen jetzt. Na, was ist noch wichtig? Es gibt Hustenrezeptoren, die sind ganz, die sind ganz empfindlich für Ammoniak. Das hat man jeder Stall. Ja? Ammoniak mit Mist. Staub, Pilze und Bakterien. Na, man hat alles, was man haben will, womit das gehen kann. Na, die Sensoren, die sind oberflächlich auf tief. Man unterscheidet noch, ist es akut, ist es, wie gesagt, chronisch. Und heutzutage in Dämpfigkeit spricht man nicht mehr von, das ist eine chronische Lungenobstruktion, spricht man von. Das Komische dann ist, früher hat man gesagt, an der Uni bei uns, Asthma gibt es nicht beim Pferd. Auf einmal ist man 20 Jahre in der Praxis, ja, wir haben doch einen Fehler gemacht, Asthma gibt es wohl täglich, gibt es 100% beim Pferd. Bei Menschen gibt es das auch, wieso soll es dann beim Pferd nicht geben? Und das gibt es auch wirklich richtig. Also es gibt halt Einsichten, die man schon mal sich langsam ändert. Von daher spricht man von einer chronischen Obstruction in der Lunge. Also da kann man ja alles drunter fassen. Na, Nasenausfluss. Hat er Nasenausfluss oder nicht? Können Sie sich vorstellen, dass die Nase zusitzt und Sie wollen ein Tier reiten, der kriegt schon keine Luft. Da braucht er noch etwas mehr Luft, weil er ist so faul heute. Er ist so faul heute, er will nicht. Ja? Da kriegt er schon keine Luft, weil die Nase verstopft ist. Also da reiten Sie alles kaputt. Also das ist absolut nicht not done, um das Tier aber dann weiter zu reiten. Da kann man noch gucken, was für Sorte das ist. Hier sieht man mehr Weiß. Hier sieht man schon was Blut dabei. Das ist ein schlechtes Zeichen. Kann zeigen, dass das irgendwo aus der Lunge noch zu tun hat oder richtig schon eine schwere Lungenentzündung zu tun hat. Und manchmal hat man dann was Grün oder sowas, dann hat man mehr mit einer Schlundverstopfung zu tun als mit Luftproblemen. Und hier sieht man dann auch, was für Dreck alles rauskommt. Also wichtig ist, dass man wohl oder nicht weiß, ob Nasenausfluss. Das Problem beim Pferd ist, dass der Tränenkanal, der kommt hier ungefähr aus, ja, vorne in der Nase. Die Tränenkanal kommt vom Auge aus Richtung Nase, unter, hier ganz unten in der Nashülle da. Und das heißt, wenn der offen ist, kommt immer ein bisschen Tränenfluss nach unten. Da sieht man immer ein bisschen feuchte Nase. Wenn die Nasflügel ein bisschen nach unten ist, immer, muss immer feucht sein, aber hell. Darf nicht, manchmal wohl was weiß, wenn er was gearbeitet hat, nie gelb, nie eine andere Farbe, absolut nicht. Wenn es hell ist, ist absolut kein Problem und das meiste ist, dass der Tränenkanal offen ist. Das ist ein gutes Zeichen. Wenn er ganz trocken ist, dann ist es kein gutes Zeichen. Aber man kann schon ein bisschen Unterschied machen von, kommt dort raus, was für Nasenausfluss habe ich mit zu tun. Hier sieht man auch den Dreck und den Husten, das kennen Sie ja. Das ist ja, na. Dann kann es noch Nasenausfluss sein, wenn es richtig stinkt und der Kopf geht was runter. Dann hat man schon schwer Verdacht, dass es eine Stirnhöhlenentzündung ist. Das stinkt meistens wie verrückt. Wenn der Besitzer sagt, das stinkt richtig und meistens so eine Seite, dann ist eine Zahnwurzelentzündung und das geht meistens in eine Vor-Stirnhöhle, vor eine Stirnhöhleentzündung rüber. Und da muss man andere Sachen machen mit Röntgen oder sowas. Aber das gibt es auch, das gibt es auch Nasenausfluss. Nicht zu verwechseln mit Nasenausfluss und alles, was mit Druse zusammenhängt. Normal mit Druse ist kein Husten, nichts. Aber dann haben die so eine dreckige Nase, richtig schwer Fieber und dann können überall die Lymphknoten aufplatzen. Und wenn man sowas hat, dann sollte man richtig vorsichtig sein, weil das steckt furchtbar an. Also das ist sehr streubar. Also das geht überall hin, wo es nicht hingehen soll. Sehr infizierbar für alles, was in der Nähe ist.
geht nicht über die Luft, aber rein über Kontakt. Und hier sieht man, wenn man dann mit falscher Behandlung irgendwo losgeht, dass das Tier dann auch nicht besser wird. Meistens, wenn sie einmal kriegen, wenn die jung sind, ganz schlimm, kann es sein, dann kriegen sie eigentlich selten oder nie wieder was. Aber Druse hat man auch Nasenausfluss, und soll man doch richtig Unterschied machen mit normalen Lungensachen. Also das kommt nicht aus der Lunge, aber es ist noch rein andere Sachen. Hier sieht man alles wie die Dinge. Das will ich Ihnen sagen, warten Sie nicht so, dass der Kollege sagt, von, ja, wir können doch mal gucken, ich habe kein Endoskop, aber Endoskop, die meisten Pferdetierärzte haben Endoskop. Das kann man im Stall machen, braucht man nicht so schwierig für zur Klinik zu fahren. Man hat eine Kamera in der Nähe und man steckt das in die Nase und dann kann man langsam sehen, wo gehe ich hin, wo kommt das her. Dann nimmt man auch noch einen Tupfer und da kann man hier so ein Antibiogramm machen, um zu gucken eventuell, ob das bakteriell irgendwo verhelfbar, was man dann helfen kann mit das gezielte Antibiotikum einsetzen. Wenn es nötig ist, heißt das. Ist nicht immer nötig. Dann kann man, wenn man normal wenig sieht, da kann es noch sein, dass irgendwo ein Mechanismus nicht ganz stimmt. Ja, dass irgendwo der Kehlkopf nicht funktioniert, wie es sein soll. Da kann er auch Husten, auch Probleme haben. Kann man im Laufband, in Lüttich sind die ganz gut, die machen dann sogar Galopp auf das Rollband und Kamera in der Nase und die können dann alles messen mit Luft. Die können in der Kamera alles sehen, was los ist, vom ganzen Kehlkopf, die können Blut messen, die können Herzfrequenz alles messen und das geht eigentlich ganz gut. Also ich will da nicht mit sagen, nicht Werbung machen für die Uni da, aber es gibt Möglichkeiten, dass man doch etwas weiter guckt, dann sagt von, ach, der hustet schon immer und das ist so. Für die Rennpferde hat man dann noch ein Gerät, das man im Rennen einsetzt, beim Training. Und das wird während des Trainings wird das dann nachgeschaut mit der Kamera, was man dann sehen kann und wie der ganze Kehlkopf sich benimmt. Das hat dann nicht direkt, das kann schon mit Husten zusammenhängen, aber das hat auch mit Leistung zu tun. Wenn das nicht richtig funktioniert, den Kehlkopf, ja, dann kann man das mit der Kamera sehen. Ist die Frage, ob das nachher zu verhelfen ist, aber man hat wenigstens mal eine Idee, wo das herkommt. Na, hier sieht man, dass von weichen Gaumen ein Stück fehlt. Da ist noch was los mit dem Luftsack. Ja, braucht nicht direkt zu husten zu sein. Das ist der Ingang von den Luftsäcke im Kehlkopf und die können dann was aufblasen. Na, kurz über Kehlkopfpfeifen. Man darf ja keinen Hengst nennen, wo das mal war im Friesenstammbuch. Das ist ja jeder klar, denke ich. Aber da gibt es Gradationen, 1, 2, 3, 4. Und dann guckt man mit dem Endoskop rein und dann guckt man, ob die Stimmbänder hier mit der Muskulatur da, ob das schön symmetrisch ist. Und man sieht hier, dass das nicht so ist. Man sieht dann, sobald die Luft reingeht, muss das nacheinander draußen geguckt werden, muss das nach draußen gezogen werden. Wenn das wieder ausatmet, dann fällt das wieder zusammen. Und man kann dann hier sehen, dass schon weniger Spalt übrig bleibt, um das Tier was von Luft zu versehen. Also es ist richtig ein Problem bei der Einatmung. Kehlkopfpfeifen ist richtig ein Einatmungsproblem. Man hört, ja, ich bin selbst auch, glaube ich, dabei. Aber nicht beim Ausatmen, das ist ein Riesenunterschied. Ja? Beim Einatmen, wenn man ein bisschen darauf achtet, dann hört man, oh, beim Einatmen kann Verdacht sein. Und da lässt man spiegeln. Es kann auch neben die Stimmbänder eine Entzündung geben. Dann gibt es noch vor der Chirurgie, da macht man eine chirurgische Behandlung. Die darf man nur geben, wenn es ein Problem gibt. Nicht aus Schönheitsgrund ist verboten. Schönheitsdinge, plastische Chirurgie ist verboten in so einem Fall auch. Wenn es an irgendwo ein Problem gibt bei der Leistung, dann darf man das erst machen. Der Durchschnitt Friesen geht ja nicht auf der Rennbahn, aber für ein Rennpferd kann ich glauben, dass das schon mal wichtig ist, um dass das mehr Luft bringt. Hier sehen Sie dann, da wird mit der OP wird das Stimmband mit der Muskulatur richtig nach außen festgebunden. Und dann hofft man, dass das fest bleibt, wenn man genug Erholung kriegt. Also wenn man wenn die Zeit nimmt, dass das auch abheilen kann. Wenn er zu schnell sich löst, dann hat man wieder das gleiche Problem. Ja? Also Kehlkopfpfeifen ist behebbar insofern, dass man da auch genug Zeit vernehmen soll. Und der Nachteil ist, dass das nicht richtig ganz gut funktioniert und damit das Pferd doch trotzdem noch mal so ein bisschen husten kann und auch sich verschlucken kann manchmal. Ja, also das sind zwei kleine Nachteile, die man doch erwähnen muss. Was man hier sieht, man sieht keinen richtigen Epiglottis, also Kehlkopf. Man ist das hier, hängt das fest in einem Teil von den weichen Gaumen hier.
Und das kann man mit dem Endoskop super sehen. Da kann er schlecht schlucken, dann mal gut und dann mal nicht gut. Aber mit dem Endoskop hoffe ich, dass das ein bisschen hängen bleibt, dass wenn man fährt, dass das etwas länger hustet, dass man doch untersuchen lässt, wo das herkommt. Das Pferd hier, ich habe leider nicht die Bilder dabei, die Video dabei. Fohlen geboren, da macht er einen Krach, als ob der gar keine Luft mehr kriegt, als er geboren worden war. Der hatte eine Anomalie, eine Störung von dem weichen Kehlkopf. Da hat jedes Mal, wenn er eingesogen hat, ist er zusammengeklappt, da kriegt er da keine Luft. Also jetzt richtig eine Störung, Vererbungsstörung, nicht beim Friesen, aber das war ein Quarter. Hat man auch schon mal ein paar Probleme mit Zucht und so. Und das kann man nur feststellen, wenn man dann öfters, wenn man reinguckt, da kommt man sonst nie dahinter. Da kann sein, da kann Antibiotikum wirken, nichts wirkt. Und das ist die Frage, ob überhaupt was wirkt dann, was man machen kann. Na, auch zum Beispiel, wenn ein Pferd schlechte Leistung hat oder kommt ein Tropfen Blut, kann vorne in der Nase sein, einfach endoskopieren, gucken, ob da irgendwo Blut in der Lunge läuft. Da kann man bis zu ein, zwei Tage nach, sieht man immer kleineren schwarzen Streifen mit altes Blut laufen. Und bei den Vollblüter ist das ganz bekannt. Den Traber ist das auch ganz bekannt. Wenn Sie in Amerika noch ein Rad, Sie kaufen in Amerika einen Traber oder Vollblüter, vor allem Traber, und der geht dann in eine bestimmte Klasse, dann haben die eine Klasse, die das vererbt sich, die laufen in eine Lasix-Gruppe. Das heißt, die Lungenbluten ist so verbreitet, dass die eine eigene Klassifizierung haben, wo die Pferde mit das Problem gegeneinander laufen können. Also in Amerika kauft man ein superschnelles Pferd, man holt den hier hin, hier blutet er und dann ist vorbei, weil hier dürfen die nicht laufen. In Amerika haben die dann sogenannte Lasix-Proben, Lasix-Prüfungen, damit die Blutdruck verdünner kriegen, der Blutdruck wird weniger wird, verringert wird und dann dürfen die gegeneinander laufen und dann haben die weniger Chance auf ein Lungenbluten. Da können die trotzdem die Pferde noch benutzen. Wenn ich da hingehe und ich kaufe mir so ein Pferd, das sagt er ja nicht, das kann man ja nur nach dem Rennen sehen. Wenn ich dann zwei, drei Tage später noch mal gucke, da sehe ich nichts mehr, kaufe ich den für viel Geld und hier blutet er. Und das ist da richtig auch Vererbungssache. Also es gibt schon Sachen, das Schöne daran ist, die Leute, der leistet nicht ein normales Rennen, Traber leistet nicht, was er machen will. Schnell bluten, schnell testen, Endoskop rein, direkt nach dem Rennen. Ja, blutet, darf er auf der Lasix-Liste, kann er nächste Woche mit die andere Gruppe mitlaufen. Hat er eine größere Chance. Das ist Amerika, Geld macht... Ne? Mal was anderes. Nur eine Warnung von, wenn Sie so mal ein gesundes Pferd kaufen, dann kann noch allerhand damit passieren, vor allem im Rennen. Beim Friesen haben wir das glücklicherweise nicht. Man endoskopiert die Pferde und man sieht dann richtig, der Dreck, das muss richtig groß und knallsauber sein. Absolut sauber, sauber, sauber. Darf kein Schleim, nichts drin sein. Und sowas sieht dann aus wie so eine chronische, dann wird das verdickt. Können Sie auch merken, dass der weniger Luft kriegt und dass er doch schlechter geht. Hier kann auch ein Pilz entstehen in den Luftsack. Es gibt allerhand Dinge. Vielleicht erzähle ich zu viel Elend, alles passieren kann, aber man macht sich dann besser eine Idee von, was passieren kann, damit man auch froh ist, dass man ein gesundes Pferd zu Hause hat. Aber wenn man es einmal gehört hat, ist es vielleicht auch nicht schlecht. Viren, Influenza, bla bla bla. Die meisten sind ja Virus für Influenza geimpft. Deutschland hat ja wieder was Neues. Ab 1. Januar Pflichtimpfung für normale Reitpferde für Turnier. Nur Deutschland, international nicht, Holland nicht, Belgien nicht, kein Mensch, nur in Deutschland. Sind doch noch für Kosten, was auf die Leute kommen, weil die Grundimmunisierung besteht aus 3 Impfungen für Herpes. Es gibt bei Herpesinfektionen gibt's junge Tiere, leichtes Fieber, mehr nicht. Dann gibt es, hallo? Bin ich jetzt... besoffen oder wie ist das? Dann gibt es für die trächtige Stuten 3-mal impfen. Also das ist noch ein guter Rat, wenn Sie tragende Stute haben. Die Impfung für Virusabort, für die Abortus bei den Fohlen, für die Stute ist, dass die Impfung nur 2 Monate wirkt, länger nicht. Der Virusabort entsteht erst ab 6 Monate Trächtigkeit. Das heißt, ich muss 15 Monaten 7. Monat und 9. Monat impfen, dann habe ich 99% Chance, dass ich keinen Abortus kriege, also keine Frühgeburt kriege. Wie viele Leute impfen dafür? Hier? Tragende Stuten? Kein Mensch? Also wenn man viele fremde Pferde hat oder so, immer, also das rate ich immer. Das ist eine Impfung, die absolut sich lohnt. Wenn man alles geschlossen hat, dann geht das. Aber wenn man junge Tiere hat,
Darum sagt man auch, ein Züchter hält seine jungen Tiere, Jährlinge, Zweijährige, nie bei den tragenden Stuten. Nie. Die kommen nicht zusammen. Weil die haben nur ein bisschen Fieber und die stecken die Stute an, die tragende, und da kommt das Fohlen raus. Und da kann man mit der Impfung ganz gut vorbeugen. Also dreimal impfen ist dann angesagt. Ich mache das bei meinen eigenen Stuten und ich rate das jeder anzumachen. Wenn es jetzt später ist, dann kann man das Risiko noch nehmen, aber normal ist das immer so. Wirkt nur 2 Monate. Dann hat man dann die neurologische Form, wo die Pferde, wenn die alt sind, ab 20, dass die gar nicht mehr hochkommen und nicht mehr pinkeln können, nicht mehr misten können. Das hat man schon mal, da war ein Ausbruch in Spanien letztes Jahr. Aber da kann man nicht gegen impfen, komischerweise, kann man nicht gegen impfen. Na, dann haben wir noch mal Bakterien, Parasiten. Ja, bitte. Mhm. Gar nicht genannt. Nee. Und die ist, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja. Entschuldigung. Ich wollte gerne mal Ihre Meinung wissen, weil die hat den 1 und den 5 und sie kam wirklich von 100%, also mit 19 Jahren immer noch zum Training, Turniere. Und wir sind mit einem Schlag sind wir quasi abgebrochen. Also wir waren kurzzeitig im Sommer dabei, zu überlegen, ob wir sie erlösen müssen, weil sie einfach, sie konnte nichts mehr. Und haben sie dann über den Winter jetzt wieder, oder im Sommer und Herbst wieder fit gekriegt. Und diese Kombination des 1 und den 5er hat sogar der Tierarzt dann den 3 irgendwo angewiesen, weil das gab es eigentlich gar nicht. Den 5er jetzt gar nicht mehr. Keiner wusste, ob man sie jetzt impft und nicht impft und was diese Kombination von dem 1 und dem 5er in dir quasi. Problem ist, ein normales Labor hat keine Diagnose für einen 5er. Ja, gibt es nicht. Und die Erfahrung also damit ist so viel. Ja. Man weiß nicht, ob das so bringt. Nur das Einzige, was ich sagen kann, die 3 Symptome, was man hat, das hat mit 1 und 4. Manchmal kann 4 was geben, manchmal kann 1 was geben. Und man weiß nicht, welcher verantwortlich ist für die neurologische Form, weil das schlägt ja am Rückenmark an. Und wenn man das hat, kann man machen, was man will. Ja. Der typische. Dann kann das den 5er sein, aber was wohl ist, ist, die fangen an, den ganzen Herbst mit richtig Fieber. Die gehen bis 41 hoch, 40 Fieber, und dann fangen, oh, jetzt frisst er nicht und jetzt. Oh, und dann kommen die Leute erst dahinter. Ich habe die eigentlich nur abstreichen lassen, weil mit einer Freundin von uns, die hatte wirklich 42 Fieber und das tagelang, und dann hat sie die Tierärztin und gesagt, weißt du was, wir machen sie mal lieber mit, weil sie einfach nur so ein Leistungs. Das ist noch ein großes Problem. Wie will ich anzeigen, dass das auch der Typ ist? Weil in Holland muss man solche langen Nasentupfer nehmen, um eigentlich einen Luftsacktupfer zu nehmen. Luftsack, also wie komme ich da schon mal rein, wenn ich das nicht sehen kann? In Deutschland schicke ich den einen nach Böse, sage ich, nehmen wir einfach was. So ein Tupfer vorne Nase, negativ. Das heißt aber nichts. Das heißt aber gar nichts. Ich meine, wenn das positiv ist, heißt das wohl was. Aber wenn das negativ ist, sagt das nichts. Serologisch. Aber das Problem bei serologisch ist, jedes Pferd hat einen Titer. Nur ist er da oder da, wo kommt er her? Kommt er von unten hoch oder kommt er von oben nach unten? Und man kann nicht nur positiv sagen, von die Symptome müssen stimmen, serologisch muss das stimmen, und dann muss man nach 2, 3 Wochen nochmal einen Titer nehmen und gucken, ist er gestiegen oder runter? Dann kam es an, das war ein akuter Fall. Und sonst hat, das ist genauso mit Borna, das war doch auch die Welt und A und O, Borna hier, Borna da. Jedes Pferd hat da einen Titer gegen, also... Fünfer ist so wenig von bekannt. Ich meine, das steht, man kann ja nicht gegen impfen. Was weiß man davon? Das Labor, um das Fünfer zu bestimmen zu lassen, ist schon... Ja, man wusste auch nicht, dass der Fünfer vielleicht schon in ihr drin war, dass er den schon immer hatte. Also schon früher hatte als Hunde. Ja. Okay, hier hat man noch... Ja, man, alles spricht für sich, dass man Lungenfellentzündung
haben kann, vor allem dann Transport, ist das sehr gefährlich. Wenn die Pferde lange im Transport stehen, mit Stress und so und alles, dann kann das einfach richtig in der Lunge schlagen. Na, was für Therapiemöglichkeiten hat man? Antibiotika ist nicht immer angesagt. Man muss ein Antibiogramm nehmen, zu gucken, wirkt das oder wirkt das nicht. In den meisten Fällen ist das nicht direkt nötig. Schleimlöser tut es immer gut. ACC, Human, wird dann akut, wird dann überall rund gestrichen und weiß ich was, kann man ganz gut nehmen. Muss man auch lange genug nehmen. Bronchialentspanner, Ventipulmin, Equipulmin, bla bla bla, Lungenspülung, habe ich bestimmt ein Anteil Malen gemacht. Wirkt eigentlich nicht schlecht, aber das ist nicht ohne Risiko. Was man dann macht, ist über die Venen Hochdruck Wasser reinpumpen, Kochsalzlösung, dann kriegt man ein bisschen Ödem, ja, Flüssigkeitform in der Lunge und damit lösen sich die Lungenbläschen ein bisschen, der Dreck, was da drin ist. Ist nicht ganz ungefährlich, weil das Herz muss auch mitmachen. Und wenn der Herz schon schwach ist, dann ist die Frage, ob der eingeht. Nicht eingeht, aber ob das ein Problem dann gibt. Dann macht man 3 Tage hintereinander mit so 50, 60 Liter Infusionen mit Unterdruck so schnell möglich rein, dass er nicht alles direkt rauspinkelt. Und das ist normal. Dann schwer arbeiten, dann löst sich, fängt an zu husten, husten, husten. Dann löst sich richtig die Lungenbläschen. Da habe ich ein paar Pferde ganz gut mitgekriegt. Hannover macht das noch immer. Man kann das über den Magen machen mit Flüssigkeit, aber da halte ich nicht so viel von. Na, man kann auch Kehlkopf inhalieren, ist ja das A und O. Das ist, wenn man nichts mehr wirkt, dann wirkt das eigentlich ganz gut. Dann gibt es noch was für die Spielereien, für das Gelände. Da sieht man, wie wichtig das ist, wenn die Nasenflügel sich nicht zusammenklappen können, durch das man aber draufklebt, weil die fester sind, dann hat man bessere Chance, dass die Luft auch reingeht. Ja? Und das wirkt eigentlich schon, das kann helfen. Wie gesagt, allerhande Dinge inhalieren. Bronchus für Zahn, also wenn man ein bisschen alternativ, ist nicht schlecht. Wirkt eigentlich ganz gut. Da ist Kaliumchlorid drin, kann man füttern. Ganz wenig, was man davon tut, ist kein richtiges Medikament, ist eher mehr Richtung Homöopathie. Hat man ganz gute Erfahrungen mit, das Schleim löst, unheimlich. Also das kann man absolut empfehlen. Magipulver, Sputalisin und so weiter, das kennt jeder. Prävention, hier habe ich schon genannt, ERV1-4. Turnierimpfpflicht in Deutschland seit 1. Januar. Infusionsdruck, hallo. Na, minimal Staub ist also wie gesagt wichtig, wenig Ammoniak, Pilzesporen, also Abwehrsystem, Infektion, Stress ist ja der erste Grund, wieso irgendwo was aufgefangen wird. Wenn man dann auch noch, wenn man ein Pferd hat, ein bisschen empfindlich ist, Pferd aus dem Stall raus und nicht aufstreuen. Und was mir dann wundert, ist immer, ja, aber das Pferd tue schon raus, aber selbst stehen die Menschen auch voll im Staub. Und wenn man sieht, Stroh, ja, wenn man die Sonnenstrahlen im Sommer sieht, im Strahl hängt immer der Staub. Den ganzen Tag hängt da Staub drin. Und da glauben wir, ja, man hat Stroh, das staubt nicht. Und die Silage ist schon mal besser, aber das staubt auch nicht. Aber man muss immer, Staub und Feinstaub ist das größte Problem für die Zukunft. Nicht nur Pferde, aber auch Human. Feinstaub wird das größte Problem, absolut. Minimal Staub, minimal Pilze und so viel wie möglich frische Luft, so wie hier. 3 Pferde, 3 Stuten mit 4 Fohlen. Und das, ich weiß nicht, ob Sie das alles mitkriegen, Beef Burger are not purebred, are thoroughbred, wenn man Englisch kennt. Ja, das soll ein kleiner Scherz sein, aber das ist ein Quarter, der ein bisschen ausgewachsen ist und ein bisschen mehr Luft, kleineren Kopf hat und viel Muskulatur. Purebred, also Beef Burger, mache ich nicht von Thoroughbred. Gut, Fragen soweit. Es geht verdammt schnell, es geht und nicht vollständig, aber ein bisschen Eindruck wollte ich über ermitteln, um zu sagen, von na, mein Pferd hustet, muss man doch vielleicht mal was unternehmen. Ja, vor allem, wenn er schon anfängt zu, er will nicht mehr, er geht nicht mehr. Gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.